Ja, das zeigt ja schon, dadurch, dass wir das öffentlich machen, dass wir natürlich auch sehr behutsam mit euch umgehen, weil wir machen ja nicht so ein Casting wie der Dieter Bohlen. Ne? Das machen wir nicht. Es gibt jetzt ein neues Casting, wie heißt das? Wo sie die Stühle umdrehen, Voice of Germany. Das machen wir auch nicht, weil wir keine Stühle haben, wo man sich umdrehen kann. Ja? Sondern wir machen ein Casting der Theaterwerkstatt Nordhorn, wo wir versuchen, eure Talente, eure Begabungen, eure Schwerpunkte zu erkennen und euch dann dort auch einzusetzen. Und diese Schwerpunkte sind einmal im Tanz, im Gesang, im Schauspiel, in der Gruppendynamik, das heißt, so wie man in der Gruppe funktioniert, eure Konzentrationsfähigkeit. Wir werden die Namen werdet ihr hier abgeben und ihr bekommt Nummern. Und dann werden wir euch Telefonnummern, E-Mail-Adresse brauchen wir und die normale Adresse. Und erst machen wir sogenannte Gruppenimprovisationen. Das heißt, da hole ich mir immer so 5, 6 Leute auf die Bühne, mache mit denen ein bisschen was. Und danach, wenn wir da durch sind damit, dann machen wir das Einzelcasting. Das heißt, jeder hat ja irgendwas vorbereitet, ich hoffe, ein Lied, ein Gedicht. Und ja, ich würde sagen, wir machen gleich mal Nägel mit Köpfen. Wenn ich umdrehe und es bewegt sich jemand, sage ich, du musst rausgehen und setzen sich einfach dahin. Ja? Wir machen jetzt einen kleinen Lauf. Gehen wir mal weiter zurück. Und zwar machen wir eine Zeichnung, wenn ich wettrechne. Slow Motion. Ganz langsam, wer als erst? Ich sage Achtung, Achtung, gewisse Positionen. Aber wenn sich jemand zu schnell bewegt, muss er sich wieder hinsetzen. Wie neugierig, wer als erster da ist. Achtung, fertig, los! Slow Motion, immer bewegen. Okay, gut. Zurück nochmal. Also einmal hinlaufen, runtergehen, einmal drehen, nach links und ha! Eins, zwei, drei,
4, 5, 6, 7, 8. Okay, und nochmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sophia, komm noch vorne, ich merke nicht. So, jetzt geht's weiter. So, fangen wir gleich nochmal. Und, los nochmal. Und, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Die zweite Plan. Gell? Und nochmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, ja? 6, 7, 8, nochmal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, ihr habt es nicht gemerkt, ne? Okay. So, alle singen. Bam, 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 bam. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4. Diese Gruppe da drüben singt. Bam, bam. Ihr macht bam, bam, badadam, bam, bam, badadam, badadam. Wir fangen jetzt erst zum Singen an, wenn ich sage 6, 7, 8, dann fange ich ja bei der 1 erst an, vorher nicht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, danke, danke. Du bleibst noch stehen. Ja, Anna können sich mal setzen. Und wer war da noch nicht? Ihr, ja? Ihr beide? Eins, zwei. Wo gucken wir hin? Nach vorne. So. Sechs. Seid ihr bereit? Fünf, sechs, sieben, acht. Eins, zwei, drei, vier. Sagen wir zählen weiter. Wenn es dunkel wird, wenn ein silberner Mond den Himmel verziert, gehen wir auf die Jagd und dann schlagen wir zu. Leg dich in der Nacht besser nicht zu. Kannst du das auch? Kannst du das mal ganz traurig vorsingen? Nacht, wenn es dunkel wird, wenn ein silberner Mond.
wird, wenn ein silberner Mond den Himmel verziert. Hast du bei der Käse, bei der Käsebande nicht die Anti gespielt? Ja. Ah, jetzt kann ich mich erinnern. Den Holzpantoffel. Ja, Applaus, danke. Der nächste. Mikrofon weitergeben. Okay, was singst du uns denn vor? Von Max Rabe, den kleinen grünen Kaktus. Okay. Blumen im Garten, so 20 Arten, von Rosen, Tulpen und Narzissen, lassen sich heute die feinen Leute, das will ich alles gar nicht wissen. Mein kleiner grüner Kaktus steht draußen am Balkon, Adri, Adri, Adro. Was brauch ich rote Rosen, was brauch ich roten Mond, Adri, Adri, Adro. Und wenn ein Bösewicht was ungezogen spricht, dann hol ich meinen Kaktus und der sticht, sticht, sticht. Mein kleiner grüner Kaktus steht draußen am Balkon. Danke, danke. Versuchst du mir mal richtig das zu rocken. Nur den Refrain oder alles? Wieder? Alles oder nur den Refrain? Boah, kannst du nur den Refrain. Okay. Mein kleiner grüner Kaktus steht draußen am Balkon. Adri, Adri, Adro. Was brauch ich rote Rosen? Was brauch ich roten Mond? Adri, Adri, Adro. Weiter, und geh. Und wenn ein Bösewicht was ungezogen spricht, dann hol ich meinen Kaktus und der sticht, sticht, sticht. Mein kleiner. Okay, weiter, nächste. Mein Name ist Julian Pascal-Hörrichs und ich habe auch schon ein Theater in einer Theater AG gespielt und ich möchte gerne was vorspielen. Okay. Es war das Stück Max und Moritz, der sechste Streich. Okay. Ich habe die Hauptrolle gespielt, Max. Gut. Moritz, ich kann diesen Lehrer einfach nicht leiden. Schreib meine Tafel A, B, C, 1, 2, 3, faules Ei. Was können wir ihm da antun? Diese Pfeife da, die könnten wir anzünden. Schießpulver oder Schießpulver. Ist egal. Hauptsache, sie geht ordentlich in die Luft. Okay, danke. Jetzt versuchen wir das. Jetzt stell dir vor, dass das Publikum ist der Moritz. Und du bist jetzt richtig frech und machst es dreimal so frech, wie du es jetzt gemacht hast. Und der Partner ist das Publikum. Der Moritz. Los. Hey Moritz, ich hab eine tolle Idee. Hey Moritz, ich hab eine tolle Idee. Lass mal alles raus. On. Hey Moritz, ich hab eine geile Idee. Wenn wir die Pfeife des Lehrers da in die Luft sprengen, dann wird er doch total schwarz. Das ist auch eine geile Idee, oder? Sehr gut, Applaus, yeah. Okay. Danke. Nachsingen sollst du mal. La 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 la, la 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 la, na 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 na, na 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 na. Okay, danke, super. Applaus. Nele. Ja, wie alt bist du? Ich bin 9 Jahre. Aha, komm mal in die Mitte hier. Und was hast du vorbereitet? Nichts. Nichts? Ja, da musst du mir mal vorspielen, die Puppe aus dem Weihnachten, dem Spielzeugladen. Die Leute wollen halt lieber etwas mit einer glatten, porzellanfarbenen Haut. Etwas Zartes, etwas wie mich zum Beispiel. La 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 la. Soll ich jetzt nachsingen? Ja. Okay, la 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 la. Ach so, okay, gut. Auch nicht schlecht, ja. Atemlos und ferngesteuert, abgestumpft und sorgenschwer. Das ist abgestumpft. Abgestumpft, das muss noch ein zweiter Akzent dazu kommen. Also atemlos ist der erste Akzent und abgestumpft ist noch größer als Akzent. Nochmal von vorne.
Atemlos und ferngesteuert, abgestumpft und sorgenschwer. Ich bin völlig weggetreten, ich spür mich selbst nicht mehr. Ich will aus 15 Metern ins kalte Wasser springen, damit ich wieder merk, dass ich am Leben bin. Ich gehe nach vorne bis zum Rand, ich spür, mein Herz pulsiert. Ich atme ein und lass mich fallen, ich spüre jeden Teil von mir, elektrisches Gefühl. Ich bin völlig schwerelos, elektrisches Gefühl. Wie beim ersten Atemzug, elektrisches Gefühl. Und die Stimme, die mir sagt, heute wird ein guter Tag, heute wird ein guter Tag. Danke! Okay, wir kommen auch alle dran, ne? Also, ich hab das Gedicht... Komm, stell dich schön in die Mitte immer und sprich mit dem Publikum. Ich hab das Gedicht hier von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland von Theodor Fontane vorbereitet. Ja. Herr von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland, ein Birnbaum in seinem Garten stand. Und kam die goldene Herbsteszeit und die Birnen leuchteten weit und breit. Da stopfte, wenn's Mittag von Turme scholl, der von Ribbeck sich beide Taschen voll. Und kam in Pantin ein Junge daher, so rief er, Junge, bist du ne Bär? Und kam ein Mädel, so rief er, Lüt dirn, komm an Röver, ich hab hier ne Bier. So ging es viele Jahre, bis Lobesam, der von Ribbeck auf Ribbeck zum Sterben kam. Er spürte sein Ende, es war Herbsteszeit, wieder lachten die Birnen weit und breit. Dankeschön, Applaus. Nächste. Ich wollte was aus den Bremer Stadtmusikanten, die erste Szene von Niklas den Esel machen. Ja. Könntest du noch den Namen Müller spielen? Wer, ich? Ja. Ich weiß überhaupt nicht mehr, wie der geht, aber ich probiere es mal. Also ich komme rein, ja. Sag verfluchte Schinderei. Und dann komm ich? Dann kommst du, du bleibst im Hintergrund, ja. Und so rufst dann, willst du dich wohl beeilen? Stimmt. Ja. Dann nur das muss ich machen? Ja. Oh, cool. Verfluchte Schinderei, Tag ein, Tag aus, arbeiten, Säcke schleppen bei jedem Wind und Wetter. Keine Zeit für Fellecken, Hufe stampfen oder Ohrenspitzen. Hey, Esel, wo bleibst du denn? Och, der Müller schimpft schon wieder. Aber am Wald bin ich doch gar kein Packtier, denn ich wurde zu einem Dichter geboren. So mancher Dichter ist ein Esel, warum soll er nicht mal ein Esel ein Dichter? Vom Esel ein Gedicht. Was denn? Ihr glaubt es nicht? Okay. Okay, Paul, kannst du auch ein paar Töne nachsingen? Wir probieren das mal. La 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 la. Okay, danke. Nächste. Wir singen Jumbo Afrika. Die ersten Menschen lebten wo? In Afrika. Wo ist man, wenn es regnet, froh? In Afrika. Wo greift die Wüste nach dem Wald? In Afrika. Wo ist es nur den Bergen kalt? In Afrika. Wo passt Europa dreimal rein? In Afrika. Wo lebt der Löwe gern allein? In Afrika. Okay. Jetzt macht ihr mir das mal. Jetzt kommt ihr mal ein bisschen weiter nach vorne. Ja? Und jetzt macht ihr so einen afrikanischen Tanz, indem ihr einfach mit der ganzen Sohle auftretet und dazu immer so einmal rundherum euch dreht und dazu tanzt und singt. Soll ich euch das vormachen? Ja. Da, 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 di, di, di. Und.
Zusammen. Hört ihr zusammen? Die ersten Menschen lebten wo? In Afrika. Das ist aber Nordhorn. Dann machen wir das. Den Hintern machen wir ganz hoch zum Raus. Und dann machen wir. Die ersten Menschen lebten wo? In Afrika. Wo ist man, wenn es regnet? So? In Afrika. Wo greift die Wüste nach dem Wald? Machst du dazu immer so Geräusche von einem Kakadu. Und du singst. Und beide tanzen. Komm. Und. Also wie jetzt? Schreien wie ein paar Kakadu. Und du singst und tanzt. Und also ich so. Ja, alles, was dir an Geräuschen einfällt. Und beide tanzen dabei. Und du singst. Die Menschen leben in Afrika. Sing mal, ganz. Die ersten Menschen leben wo? In Afrika. Wo ist man, wenn es regnet? Wo? In Afrika. Wo ist man, wenn es regnet? Wo? In Afrika. Damals bei den Hühnern, könnt ihr erinnern? Ja, ich kann. So, komm, komm, mach das. Und sing. Du machst die Geräusche und das Publikum macht die. Das Applaus. Die erste.